gleich so weit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Bier. Boah. Mm-hmm. Ja, nichts machen. Braxenmeier, möchtest du noch was zum Trinken? Ja, bring mir noch ein Bier. Ja. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Das ist jetzt dein 9. Ne? Dann werde ich die 10. auch noch schaffen. Ne? Bier, ja. Ja, ja. Das Bier ist was Gutes. Das Bier, das älteste Getränk, was es gibt. Sogar die Ägypter haben dem Bier ein Denkmal gesetzt, die Pyramiden. Ja. Mm. Zum Wohlsein. Ja, danke schön. Danke. Ja. Susi, geh mach mal einen Kaffee. Was bin ich? Gleich bin ich auch. Ist gut, der Herr? Aha, habe ich die Ehre. Ist erlaubt? Bitte schön. Wir wollen nur ein Finanzamt. Ist auch meine Sache, oder? Ja, gut, bei mir das. Ja, Franzi, grüß dich. Ja, schwarze. Du, Franzi. Ja. Das bleibt, wie wir es ausgemacht haben, gell? Also, bis später, ja? Alles klar. Also, servus. Viertel. Susi! Ja, was ist denn jetzt mit dem Kaffee? Du, wenn du die Bohnen aus Brasilien importieren willst, du, dann sag mir das bitte. Dann komm ich in einem Vierteljahr wieder. Du wirst das da warten können, bei dem Stress, den du hast. Ja, du bist gut. Doch ich hab schließlich noch was anderes vor, als dass ich mich in deine Spelunke da reinhock. Mein Stüberl ist bei keiner Spelunken, gell? Und übrigens, wie lange warte ich jetzt schon auf den Breitschwanzmantel, den du mir versprochen hast? Also, du hast doch ein Radl ab. Wie wenn da nicht ein feiner Unterschied wäre zwischen einer Tasse Kaffee und einem Breitschwanzmantel. Aber da sieht man wieder, was ihr Weiber im Hirn habt. Ja. Dann brauchst du es mir nicht allerweil versprechen und allerweil wieder. Und jetzt mal freue ich mich drauf. Ja, das ist doch auch schon was. Du, ein anderer, darf dir die Freude erst gar nicht machen, so wie ich. Verstehst? Weißt du, was du bist? Ja, dein Schatz. Nein, ein Depp. Jawohl. Genau. Drum hänge ich ja schon 5 Jahre an dir. Ein andere, die darf sich gar nicht so lange an der Nase rumführen lassen, als wie ich. Ja, jetzt mach doch keinen Aufstand. Du, ein anderer, hätte den Breitschwanzmantel erst gar nicht versprochen, so wie ich. Und das ist der feine Unterschied. Was in deine Gehirnwindungen vorgeht, das versteht ein normaler Mensch sowieso ja, nicht. Mei, ich muss einmal hinaus, wo muss ich denn da hin? Da gehst du hinaus und die zweite Tür links. Ja, deine Sachen. Ist das dein Freund? Franzi, sitz dich da gleich hin. Zu dir komme ich gleich. Und du machst uns jetzt einen Kaffee. Aber einen starken. Wir brauchen nämlich einen klaren Kopf für unsere Geschäfte. Ist das. Das kann ja was werden. Zwei solche Intelligenzbesten wie ihr zwei seid, machen Geschäfte. Breitschwanz. Ade. Ja. Klein, aber frech. Ja, nicht drum kümmern. Du kennst das doch, meinen Schatten. Du, was schwafelt denn die von einem Breitschwanz? Ja, du, einfach nicht drum kümmern. Das ist halt irgend so ein Viech aus dem afrikanischen Urwald. Und da putzt er sich einen Mantel ein. Und ich, Rimpf, ich hab mir versprochen. Du hast dir einen versprochen? Mhm. Da hast du mir gerade deine soziale Viertelstunde gehabt, he? Du bist doch nicht ganz sauber. Seit 3 Monaten isst er nichts anderes als wie Pommes frites mit Ketchup. Und da verspricht er Beizmäntel.
Dir fehlt doch ein wichtiges Vitamin da drum, oder? Das sag einmal. Jetzt gib doch einmal einen. Schließlich haben wir doch jetzt andere Sorgen, oder nicht? Das darfst du laut sagen. Ich tick bald aus. Irgendwas muss jetzt passieren. Ja, das passiert schon. Verlass dich drauf. Aber was? Du, was meinst denn du, warum ich seit Wochen... Moment. Warum ich seit Wochen... Das Hirn verrenk wegen dem. Was ist denn da? Ja, also du bist eine trübe Tasse. Was ist denn da draus? Da ist ich nix, außer am Fenster. Du hast doch null Fantasie. Was ist denn da draußen um die Ecken rum, hä? Was ist denn da draußen um die Ecken rum, hä? Was werden schon sein? Der Supermarkt? Der Metzger? Die alte Kramerin, die schon bald bankrott ist? Sparkasse? Jetzt hast du's. Ja. Du, aber vielleicht kannst du das da herin noch ein bisschen lauter rumtrompeten. Ja, du bist doch falsch belichtet, oder? Was willst du auf der Sparkasse, wenn's keine mehr Geld drauf hast, hä? Das braucht's ja nicht. Meinst du... Mhm. Okay, du spinnst doch. Du, okay, ich spinn nicht. Okay, du kannst doch. So, da habt ihr jetzt eure Tassen. Der Kaffee kommt dann gleich. Also, du kannst einen auch den letzten Nerv töten. Du sollst uns nicht erzählen, wann der Kaffee fertig ist, sondern du sollst uns gleich anbringen. Dann halt nicht, du Stoffi. Du, sag mir das bitte schon nochmal. Da meine ich, muss ich mich verhört haben. Ja, einen Kaffee soll es bringen. Nein, das mit der Sparkasse. Na, dass natürlich für dich die Sache ein paar Nummern zu groß ist, das hab ich mir schon gedacht. Aber ich hab Erfahrung in dem Metier. In was hast du Erfahrung? Ja, das gehört doch zum Allgemeinwissen. Naja, aber, dass man natürlich mit einem so vertrottelten Dorfdepp, nicht gemeinsame Sachen machen soll, das ist auch klar. Aber die anderen sind alle noch bläder wie du. Dann traust das Ding allein, wenn du schon so gescheit bist. Dann steig ich aus, bevor ich eingestiegen bin. Geh, Fratzi, schau was auf, das ist... So, meine Herren, da wäre jetzt der Kaffee. Frisch aus Brasilien. Ja, ist schon recht. Komm, schwirr ab. Was habt's denn allerweil Geheimnisvolles? Sag einmal dein Schatten, dass in Schatten gehen soll. Hast nicht gehört, was der Franzi, mein Spezi, gesagt hat? Du sollst eine Fliege machen. Abflug. Jetzt kannst du aber lang warten, bis ich dir wieder einen Kaffee bringe. Du, ich brauch keinen Kaffee. Ich hab jetzt einen. Er hat jetzt einen. Du, Franzi, die Sache ist vollkommen ungefährlich und todsicher. Also, wenn's Tode gibt, dann steig ich aus. Ja, wer hat denn jetzt was vom Tode gesagt? Du hast gerade gesagt, todsicher. Du, bei mir gibt es keine Toten. Außer, wenn einer so saudum fragt. Du, sitzt dich hin. Da läuft nix schief, verlass dich drauf. Und wie ich das letzte Mal in Chicago war. Hä? Wann warst denn du in Chicago? Ja, das ist doch jetzt vollkommen wurscht. Also, wie ich das letzte Mal da drüben war. Du, da habe ich alle paar Wochen so ein Ding dran. Und keiner ist mir draufgekommen. Und in Chicago? Sind die normalerweise schwer auf Zack. Das habe ich schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen. haben sie dann gejagt, als wäre ein Gangster? Gejagt? Ich bin aus dem Rena gar nicht mehr rausgekommen. Aber da hast natürlich du einer, der wo aus diesem verschlafenen Dimpfebach noch nie rausgekommen ist. Überhaupt keine Ahnung. Aber die haben mit dem Breitlinger-Poppe nicht gerechnet, das sag ich dir. Hast du da nicht ein bisschen arg auf dem Putz? Also mit dem Chicago und so? Du, das ist doch jetzt total wurscht. Auf die Erfahrung kommt so. Und die hab ich. Ich war in Chicago. Ja, und wenn dir das zu gefährlich ist, dann haben wir sowieso schon ausgeredet miteinander, gell? Dann drehe ich nämlich das Ding allein.
So, und dann brauch ich einen Gewinnetag. Wie stellst du dir das überhaupt vor? Man hat's da einfach in die Sparkasse reingehen und frisch und fröhlich verkünden, wir sollen da so 10 oder 50.000 Mark in die Plastiktüten rein tun, hä? Also du bist doch ein Laie. Ein blutiger Laie. Und außerdem total verdorben von dem Schmarrn, was im Fernsehen erwähnt. Aber so machen wir's. Wie machen wir's? So, wie du das gerade gesagt hast oder so ähnlich. So läuft das Ding ab. Der primitivste Weg ist der sicherste. Mit einem stinknormalen Überfall. Da rechnet kein Mensch. Plastiktüten. Gell, ich bin gar nicht so dumm, wie du es dabei sagst. Ja, nicht ganz. Vielleicht bringen die noch hin. Aber. Neige, tust natürlich du. Natürlich. Und ich steh draußen schmiere. Natürlich. Und dann aber 50-50. Ich 90, du 10. Ist das 50-50? Ja. So. Ja, stimmt. Du, schließlich trag ja ich die ganze Wucht der Gefahren auf meine Schultern. Wen erwischen's denn, wenn was passiert, hä? Tja, mich, weil ich draußen steh. Ja, aber du hast doch gesagt, es passiert nichts. Du, da braucht nur irgend so ein hysterisches Weibsbild in der Sparkasse drin sein. Die fängt ein Mordsgeblär an und schon ist passiert. Aha. Ja? Ja, da könnt ja ich vorher reingehen und schauen, ob eine drinsteht, die recht historisch ausschaut. Wie wennst du den Unterschied kennst zwischen einem hysterischen und einem normalen Weibsbild? Du verpatzt uns das am Anfang schon. Aber ein Hund bist schon, das muss ich schon sagen. Logo, hab ich alles in Chicago gelernt. Chicago. Hab ich da schon wieder Chicago gehört? Jetzt quatsch doch du nicht schon wieder dazwischen. Was willst denn? Ja, du wirst das wohl gestatten, dass ich mich in meinem eigenen Stüberl ein bisschen zum Stricken hersetze. Du, mir vertragen das Geklapper von deinen Stricknadeln nicht. Strick draus, weil. Ja, das kann dann nämlich am Maschen runterfallen und das macht dann einen fürchterlichen Lärm. Und das macht uns dann furchtbar nervös. Gell, Papi? Stimmt. Sowieso. Ja, ich kann da nur was hören von deinen maßlos übertriebenen Horrorgeschichten, die du alle in Chicago erlebt hast. Stimmt's? Ja, Papi, was machen wir denn mit dir? Ich meine, rausschmeißen können wir es auch nicht gut in ihren Stüber. Du, einfach nicht drum kümmern, verstehst? Telefoner. Ja, wahrscheinlich ein Gespräch. Hilfst du über den Marktplatz? Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, Frau Breitlinger. Oh, deine Oma. Grüß Ihnen. Wie geht's Ihnen denn? Gut, ja, das freut mich. Ja. Der ist da. Warten Sie mal, ich sag's ihm, gell? Moment bitte. Bobby, deine Oma. Ja, die hat mir jetzt zu meinem Glück gerade noch gefällt. Ja. Hallo Oma! Ja, hallo! Grüß dich! Ja, du Oma, ich hab alles erledigt, was du mir angeschafft hast. Jawohl, ich war sogar auf der Post und hab die Briefmarken mitgenommen. Ja, jawohl. Du hast recht, Oma. Du hast ja immer recht, du sagst das ja oft nur. Ja, du, ich war jetzt nicht frech zu dir. Nein, wirklich nicht. Nein, ich war noch nie frech zu dir. Das weißt du. Ja. Ja, Oma, ja. Ja, ja gekocht hast du schon. Ja, was gibt's denn heute? Dampfnudel. Ja. Dampfnudel. Und die fallen jetzt zusammen, sagst du? Gericht's halt wieder auf. Es war ein kleiner Spaß. Ja, Oma. Ja. Du, ich bin in 5 Minuten bei dir beim Essen. Okay? Alles klar. Also, ja, ich bin gleich da. Für dich. Ja, hallo. Also, mit dir krieg ich nochmal im Umkrempf. Seine Oma ist der einzige Mensch auf der Welt, von dem man ein bisschen Respekt hat. Ein bisschen? Einen halben Respekt hat er davor. Na, sag's einmal. Red's doch keine Makulatur. Wie wann ich Angst hab vor einem alten Weib? Wo du doch in Chicago warst. Du hängst das nicht einmal an die große Glocke. Das ist mir peinlich. Und überhaupt hast du es ja gehört. Ja, dass die Dampfnudeln zusammenfallen. Geh, Bobby. Geh noch zu deiner Oma und du hast schön brav deine Dampfnudeln essen. Du sag einmal, was grinst denn jetzt da so ausgeschämt?
Du lern lieber zuerst einmal, wie man anständige Dampfnudel macht. Ich weiß zwar nicht, ob ich das nötig hab, dass ich das lern. Ja, ich glaub, mir brennt meine Tochter. Ja, was soll denn das heißen? Ob sie es lernen muss? Du klär mich einmal auf, ich blick da nicht ganz durch. Nur keinen Streit vermeiden. Schau, Poppy, das ist doch dein Fehler. Ich denk halt schon ein bisschen weiter. Ja, wie weit? Poppy, red dich nicht auf. Denk an die Dampfnudel. Ja. Recht hast, Franzi. Einfach nicht drum kümmern. Nein, nein. Genau, das mach ich. Und deinen Breitschwanzmantel, den kannst du jetzt malen. Was meinst du, was mich das jetzt bringt? Poppy, halt, warte, wir haben ja noch gar nicht geredet. Wann und wie und ob überhaupt und wie viel? Du weißt was. Du gehst jetzt mit mir mit. Und dann erkläre ich dir das alles, ja? Aber deine Oma? Du, meine Oma, die hört schlecht. Du, und übrigens brauche ich die. Ja? Zu was? Zum Essen. Ich mag nämlich keine Dampfnudeln. Oh, wie fein. Ich mag auch keine Dampfnudeln. Wer mag schon Dampfnudeln? Ich möchte bloß wissen, was die zwei wieder zum Flüstern sind. Naja. Die haben doch bestimmt wieder eine Gaunerei ausgemacht. Dampfnudeln, ich mag keine Dampfnudeln. Ich mag ein Bier. Schon wieder leer. Die schönsten Kriege sind immer noch die Mauskriege. Kriegerei. Im letzten Krieg war der Sanitäter. Ja, im Krieg hab ich einen Vortrag halten müssen, einen lateinischen. Mei, war ich da gut. Ja, im Krieg 70, 71. Ja. Da kämpften die 70er gegen die 71er. Und die 71er haben gewonnen, weil einer mehr war. Ja, da war ich ein Sanitäter, ja. Am Vortrag habe ich machen müssen. Über die Menschen, ja. Der Mensch heißt auf Lateinisch Homo. Wenn circa sechs beisammen sind, so nennt man das homosexuell eventuell. Der kleinste Mensch ist das Kind. Der Lateiner nennt es Homo Lilliputanus, schrei Halsi kurz. Ja. Ist das Kind männlichen Geschlechtes und wächst heran, so entsteht daraus der Jüngling, auf Lateinisch Homo Flegelatus Lausbubio. Und ist das Kind weiblichen Geschlechtes und hat nichts dran und wächst heran, dann entsteht daraus die Jungfrau auf Lateinisch Homo Raris oder gibt's wenig. Aber wenn so ein Jüngling und eine Jungfrau das erste Mal zusammenkommen und ich hab die Hand drin. Ja, sowas blätschert. Ja, denn sowas schaut und sagt. Und ich bin mit Bratzen nicht mehr raus. Aber was Blödes ist mir noch nie passiert. Aber ich würde nicht spielen, wenn ich die Hand drin hab. Der Mensch fängt bei den Füßen an und hört beim Kopf auf. Der obere Teil des Kopfes ist die Schädeldecke, auf Lateinisch Plafond. Neben dem Kopf haben wir die Achseln und zwischen den Achseln die Brust, beim weiblichen Geschlecht Busen genannt. Hat eine mehr Busen wie eine andere, so nennt man das Meerbusen. Und hat eine gar keinen Busen, so nennt man das München, Gladbach und Retour. Ein Stück weiter unten befindet sich dann der Bauch, auf Lateinisch Ranzen genannt.
Den Bauch vis-à-vis haben wir denn den Adel. Und dann geht's vom Bällig hängen. Am Bauch hängen die Füße auf Lateinisch Pedale. An den Füßen sind die Zehen angenagelt, daher der Name Zehennagel. Alle Glieder, die der Mensch nur einmal hat, sind in der Mitte des Körpers. Zum Beispiel Nase, der Mund, das Kinn, der Nabel, Ende. Was wir hinten zweimal haben, sind die Lungenflügel. Richard Wagner hat darüber ein großes Werk geschrieben, die Nibelungen. Der Mensch hat verschiedene Backen und was er zwischen den Backen hat, kommt immer auf die Backen an. Zwischen den Wangenbacken haben wir den Mund, auf Lateinisch Rüssel genannt. Den Mund brauchen wir zum Essen, zum Singen, zum Trinken und zum Küssen. Ja, es gibt sogar Männer, die einer schönen Frau sogar die Füße küssen. Das nennt man Damphiskus. Ja. Ist der Kuss eine Zier, so nennt man ihn Zirkus. Und will man mit einem Kuss etwas herauslocken, ein Lokus. Der Mensch besteht aus drei Bestandteilen. Aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff. Ja. Hallo, Fräulein Telefon. Hallo! Der Telefon. Ja, Leitzeit wieder. Klappst das noch? Ja, Pischt über deinen Machplatz, grüß Gott. Ja, Frau Breitlinger. Hm? Was? Sie lassen mich zum Dampfnudel essen ein. Ich mag keine, sag sie, ich mag keine Dampfnudel. Ja, das ist recht nett von Ihnen. Aber ich habe halt leider keine Zeit. Ein anderes Mal komme ich recht gern. Ja, das weiß ich, dass der keine Dampfnudeln mag. Ja, sie da muss einer jetzt recht geben, Frau Breitlinger. Ja, der kann schon recht ausgeschampt sein. Freilich. Ja. Sie geben es mir doch mal bütscheln. Danke. Bobby, kannst du bütscheln nur mal rüberkommen? Ja. Ich hab mit dir was zu reden. Ja. Ganz was Wichtiges. Freilich weiß ich, dass du zuerst schon mal da warst. Ja, kommst? Freilich hab ich dich gern. Das weißt du. Ja, ich ja. Also, bis gleich. Für dich. Ja, ist meine Tochter, Liebste. So, riecht ja noch ein frischer Kaffee, den aber bestimmt. Mein Chicago-Kaffee. Ja, was ist denn da? Ja, was ist denn passiert? Ja, was schnaufst denn so? Ja, also du bist doch die Letzte. Du, ich mein, dass deine ganze Hütte schon in Flammen steht, renn, dass mir die Zunge bis zu die Knie runterhängt. Und sie fragt mich, warum ich so schnauf. Ja, was willst denn? Ach, jetzt sag ich's dir auch nicht mehr. Geh, Susi. Schau, du weißt doch, dass er dich gern hat. Und jetzt raus damit, was hast du denn auf dem Herzen? Bobby, du hast nichts Unüberlegtes, versprich mir das. Ja, ich und unüberlegt? Ja, gar nie. Du kennst mich doch. Ja, gerade weil ich dich kenn. Schau, im Grund genommen ist mir der damische Breitschwanzmantel ja vollkommen wurscht. Aber wenn dir was passiert, dann... Na, sag einmal, was hast du denn jetzt auf einmal? Du schau, du weißt, dass ich dich närrisch gern hab. Susi Maus, und einen besseren wie mich, du den kriegst sowieso nicht. Eingebildet bist du überhaupt nicht, gell? Nein. Du Bocki, sag noch einmal Susi Maus zu mir. Das hast du schon so lange nicht mehr gesagt. Ja, also wenn's weiter nichts ist. Susi Maus, du bist mir halt doch die Liebste. So, und jetzt gehst du mit mir? Und dann kriegt meine Susi Maus ein Breitschwanzmantel. Nein, da Oma ihre übrigen Dampfnudel, die ich nicht mag.
Kinder, ja? Evi, bitte achte doch darauf, dass auch die älteren Damen die Füße etwas in die Höhe bringen. Also, jawohl, meine Damen! Höher! Ja, wunderbar machen Sie das, meine Damen! Herrlich! Ich konnte es nicht mehr anschauen. Es sind die reinsten Dampfwalzen vom Tiefelbach. Hier Aerobikstudio Marktplatz. Guten Tag. Ach, gnädige Frau. Bitte? Also, Sie sind keine gnädige Frau. Aber das macht doch nichts. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, aber natürlich. Aber selbstverständlich. Brauchen Sie überhaupt gar keine Angst zu haben. Nicht alle Damen haben eine Figur wie die Sydney Rom. Aber freilich, natürlich, kommen Sie ruhig vorbei bei uns. Jawohl, danke schön. Gut, auf Wiederhören. Danke. Oh, wieder eine ältere Dame. Aber man muss sich doch wundern, was für Schneid das noch haben. Da könnte sich so manche Junge eine Scheibe abschneiden. Naja, was soll's. Hauptsache ist doch, dass die Kasse stimmt. Sie, Fräulein, könnten Sie mal Ihre Hände in die Hütte? Warum denn? Wir machen doch unsere Übungen da drin und nicht da draußen. Übungen? Ja. Ja, was denn für Übungen? Ja, unsere Übungen heute. Naja, vielleicht sagen Sie mir, was Sie da wollen. Wissen Sie, es ist ja eigentlich nicht üblich, dass... Ja, das glaube ich, dass das nicht üblich ist. Da wird nicht jeden Tag einer antanzen, oder? Nein. Nein, Sie sind ehrlich gesagt sogar der Erste. Aber wenn ich mir das so überlege, ist es eigentlich gar nicht unmöglich, wenn auch sehr ungewöhnlich. Sie, jetzt reden Sie nicht so viel. Das lenkt vom Thema ab und macht mich nervös. Ja? Also, was ist jetzt? Was soll sein? Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was Sie da wollen. Also, Sie haben schon sehr wenig Fantasie, das muss ich Ihnen sagen. Und so dumm schauen Sie gar nicht aus, gell? Na, also, ich muss doch schon bitten, ja? Sie, soll ich vielleicht noch deutlicher werden? Das sieht man doch, was ich will, oder? Nein, das kann ich nicht sehen. Also, passen Sie auf, ich gebe Ihnen jetzt einen guten Rat. Ja. Lassen Sie sich zuerst mal von einem Orthopäden gründlich untersuchen und dann kommen Sie wieder zu mir. Also, Sie sind gut. Ich bin der bestgewachsene Mann in ganz Dimpfelbach. Ja? Achso, ja, natürlich. Und jetzt ein bisschen Avanti, sonst wäre ich Ranti. Rucke sich schon raus. Ja, was denn? Ja, das darf nicht wahr sein. Dass ein einziger Mensch so begriffsstutzig ist. Ja, die Kohle, die Moneten, das Pulver, Diridari, Money, Money. Rüber. Ach so, wechseln wollen Sie? Aber warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wie viel brauchen Sie denn? Ja, alles, Fräulein, alles. Also, wenn Sie mich schon fragen, das ist ein Service, das lasse ich mir gefallen. Ja, also, viel ist es im Moment gerade nicht. Also, wenn es mit einem Hunderter... Ja, woher kommen, soll denn ich einen Hunderter haben? Ja, also, ein 50er ging gerade noch. Ich habe nicht einmal einen 50er. So? Ja, was haben Sie denn? Gar nichts. Ja, und was wollen Sie dann? Alles, Fräulein. Alles. Aber das ist ja äußerst mickrig. Ja? Für eine Bank. Sogar für Dimpfelbach äußerst mickrig. Da lohnt sich nicht einmal die ganze Aufregung. Moment mal. Bank? Ja, ja. Ich höre immer Bank. Von was für einer Bank sprechen Sie denn überhaupt? Ja, also ich tick nicht mehr ganz durch. Soll ich Sie vielleicht zuerst aufklären, wo uns wir hier befinden? Also, das weiß ich wohl am besten, wo wir uns befinden. Also, ganz bestimmt nicht in einer Bank. Ja, also, ich steige nicht ganz durch. Ha? Ist das doch nicht die Sparkasse? Sparkasse? Ja, ja. Also, jetzt schaut's hier vielleicht aus. Wie in einer Sparkasse? Ja, jetzt geht mir ein Licht auf. Meins ist gerade ausgegangen. Tun Sie mal Ihre
Hand aus der Tasche. Meine Hand? Ja. Bitte. So ist mir schon lieber. Ja, aber ich bin doch nicht total blöd. Ich hab's doch klar und deutlich gelesen. Über der Tür. Was? Bank ist da gestanden. Was? Ja. Also das ist doch nicht zu fassen. Also, passen Sie mal auf. Die Türe von der Bank ist neben unserer. Und bei uns haben Sie das nicht richtig gelesen. Auf unserem Schild steht, schieben Sie es nicht auf die lange Bank. Aber ich gebe Ihnen einen guten Rat. Ja. Wenn Sie zu Ihrem Überfall noch zurechtkommen wollen, dann beeilen Sie sich, die Bank macht nämlich in ein paar Minuten zu. Lachen Sie ruhig. Mir gehört's ja nicht anders. Ja, ich bin doch nicht total zubetoniert. Eine Bitte hätte ich. Eine Bitte. Erzählen Sie ja nichts weiter. Ich komme in ganz Dimpfelbach nicht mehr sehen lassen. Das darf nicht. Also das kann ich natürlich nicht garantieren, weil sowas gehört ja eigentlich sogar ins Fernsehen. Ja, um Gott. Jawohl, ins Fernsehen. Unter dem Motto Riffifi in Dimpfelbach. Ja, Rumpe dir doch tatsächlich bei der verkehrten Tür rein. Es ist nicht zu fassen. Ja, sag einmal, Babsi, was lachst du? Du gehst und die hört mir ein bisschen aus. Effi, bitte, gar schön. Schau, hier bitte stelle ich dir einen echten Bankräuber vor. Um Gottes Willen, hast du Polizei schon gerufen? Nur keine Angst, meine Dame. Ich bin vollkommen ungefährlich. Und außerdem das größte Rimpfi von ganz Dimpfelbach. Ja. Jetzt ist aber genug, ja? Nur keine Angst. Unser so ein Schreck. Ist doch nur eine Wasserpistole. Also, du. Und wenn er jetzt gewalttätig wird, wo wir doch Frauen sind. Ach, schau ich so aus? Nein, eigentlich nicht. Also, das darf nicht wahr sein. Aber somit habe ich dir einen richtigen Bankräuber vorgestellt. Mit einer echten Wasserpistole. Ach. Ich traue mich bei der Tür gar nicht mehr aus. So? Und das passiert mir. Mir, wo ich einmal in Chicago war. Ach, was? In Chicago? Hm. Also wenn sie einen da auch so angestellt haben, dann glaube ich, werden sie nicht lang drüben gewesen sein. In Chicago. Sie einen Versager wie mich, den brauchst du nicht sitzen. Also gut. Das deprimiert mich. Du Held, du, sag einmal, wie kannst du sowas machen? Eine Bank überfallen? Das ist doch wohl das Allerletzte. Ja, das war auch das letzte Mal. Das darfst du mir glauben. Du, erzähl mal ein bisschen was. Ich finde das hochinteressant. Ich habe noch nie einen richtigen Bankräuber gesehen. Also, ich sage dir gleich, Angst habe ich vor dem ja schon nicht gehabt. Ja, also, zuerst haben sie mal gar nichts begriffen, gell? Und dann haben sie mich total durcheinander gebracht, weil sie so cool blieben sind. Jetzt komm, erzähl halt was. Also, meine Geschichte, meine Story, die ist so ergreifend, wie es das Leben nur selber schreiben kann. Gell? Okay, ja. Wirklich? Ja. Hast du schon so viel mitgemacht? Ja, also wenn du das hören wollt, da brauche ich einen ganzen Tag zum Erzählen. Moment einmal, ja? In einer halben Stunde mache ich für meinen Laden zu, gell? Okay, jetzt Babsi, wenn doch der Dings, wie heißt denn du eigentlich? Bobby. Wenn doch der Bobby aus seinem Leben erzählen will, sag einmal, hast du wirklich kein Geld gehabt, dass du eine Bank überfallen musst? Ich friss seit 1,5 Jahren Pommes frites mit Ketchup. Was? Könnt ihr euch das vorstellen? Nein. Ja, der Doktor hat bei mir schon ein Pommesödem festgestellt. Im rechten Unterbau. Und das kann gefährlich werden, hat er gesagt. So. Ja, aber was willst du denn machen, wenn du dir nichts anderes leisten kannst? Aber das war nicht der Grund für meinen verzweifelten Ausrutscher. Nicht? Ich hätte das Geld gar nicht für mich gebraucht. So, jetzt bin ich gespannt. Nicht für dich. Für meine Oma hätte es gebraucht. Ach, was? Für deine Oma? Mhm. Kannst du mir mal verraten, für was deine Oma so viel Geld braucht, dass du gleich zum Bankräuber wirst? Ja, Schatz, so viel hätte ich ja gar nicht genommen, gell? So 1.000 oder 2.000 Mäkel. Gerade das, was ich halt gebraucht hätte, ja. Und dass ich harmlos bin wie ein Kanarienvogel, das habt ihr ja gesehen. An meiner Wasserpistole. Jetzt hör mal auf. Hör auf jetzt, ja? Du, aber Bobby, jetzt sag halt einmal, warum oder für was hätte deine Oma das viele Geld gebraucht? Für. Ich bin gespannt. Für einen Rollstuhl.
Was? Für einen Rollstuhl? Ja. Ja, das ist ja furchtbar. Ja, unvorstellbar furchtbar. Ihr wisst ja gar nicht, was ich mitmache. Den ganzen Tag darf ich meine Oma rumtragen. Okay. Ja, ja. Dabei wiegt die fast 2,5 Zentner. Was? Ja, ja. Trepp auf, trepp ab. Nauf aufs Haferl, runter vom Haferl. Da hab ich die Wasch in Speichern auf, da die Oma. Und dann geht's wieder in den Keller. Da Kartoffeln, da die Oma. Ihr wisst nicht, was ich mitmache. Du armer Kerl. Ja, mein Leben ist ein einziger Opfer. Ja, sag einmal, Puppi, ist deine Oma gelähmt? Aber natürlich, frag doch nicht so. Sonst müsstest du doch nicht den ganzen Tag spazieren dran, oder? Seit ihrer Geburt. Was? Moment einmal, das ist doch deine leibliche Oma, oder? Logo, ich werde doch meine Oma kennen. Also, wenn das deine Oma ist, dann war sie doch auch sicher mal Mutter. Ja, das ist doch sonnenklar. Mutter meiner Mutter. Naja, also das ist vielleicht für dich sonnenklar, aber was mir nicht ganz sonnenklar ist, wie ist denn Mutter geworden, wenn sie seit ihrer Geburt schon gelähmt ist? Ja, das weiß doch ich nicht. Aha. Vielleicht war das auch erst ein paar Jahre später, gell? So lange kenne ich meine Oma auch noch nicht. Ha? Meine arme Oma. Jetzt habe ich mir das so schön vorgestellt. Wenn ich meine Oma mit dem Rollstuhl im Park spazieren fahre. Wenn die Vögel singen und Sonne scheint. Und jetzt ist wieder nichts. Mein Gott, so ein herzensguter Mensch, gell? Wer denkt denn heutzutage noch an seine Oma? Ja. Also, Ivi, sei mal nicht böse. Ich glaub das einfach nicht. Am Ende hat der gar keine Oma. Also weißt du, bist du so eine herzlose Person. Ach, das sieht doch auch jeder, wie der leidet. Ja. So. Also, Sie, wenn Sie mir das nicht glauben, dann kann ich Ihnen nicht böse sein. Ich darf mir es nicht einmal selber glauben. Das glaube ich. Aber, Sie, da steht das Telefon. Da könnten Sie meine Oma anrufen, ob das stimmt, was ich erzählt habe. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht versprechen, dass sie ohne Rollstuhl bis zum Telefon kommt, gell? Mein Bob, ich kann dir gar nicht sagen, wie leid du mir tust. Übrigens, ich bin die Evi. Ja, schön. Naja, also, wir könnten ja vielleicht eine große Sammelaktion starten. Ja, Babsi, das ist die Idee. Hä? Wir sammeln. Ja. Deine Oma soll den Rollstuhl kriegen, und zwar von uns alle. Wunderbar. Sag einmal, Evi, hast denn du einen Dachschaden? Warum? Das war doch bloß ein Witz mit dem Sammeln. Ja, aber von mir nicht. Dem Bobby muss schließlich geholfen werden. Mir nicht, meiner Oma. Oder der? Ja. Evi, bitte. Was denn? Weißt denn du, was so ein Rollstuhl kostet? Wir haben doch selber nichts. Na ja, mit so 1000 oder 2000 Mackel da wir schon hinkommen. Na also. Schau mal, Babsi, rechne doch aus, wie viel wir sind. Da tritt's doch kein so viel. Hm. Ich gebe 200 Mark. Ach, super. Und was ruckt Sie raus? Na? Jetzt überleg einmal. Evi, mir kommt das einfach spanisch vor. Da kommt so ein wildfremdes Bürscherl zu uns ins Aerobikstudio, der eigentlich sogar eine Bank überfallen wollte. Mit einer Wasserpistole. Ach, das ist doch vollkommen wurscht. Und dazu ist er auch zu blöd. Also. Na, und dann erzählt er uns nur so eine herzzerreißende Geschichte von einer gelähmten Oma. Und du bist natürlich gleich wieder so dumm, dass du das glaubst. Ja, ich glaube an Bobby. Ach, doch. Bobby. Ja, und ich füge mich der sanften Gewalt, gell? Das kann ich mir was vorstellen. Was willst du da noch machen? Na, also. Ja, gell? Ja, okay. Ja, das ist nicht. Ja. Sonst bist du gesund? Also, ich könnte nicht glauben. Ja, du bist doch total obrind. So was gibt's doch auf keinem Schiff. Ich steh mir draußen Fürs im Bach und der hat ein Weiberleid auf dem. Auf dem Schoß. Ja, sag einmal, hast du auf mich gewartet? Ja, natürlich habe ich auf dich gewartet. Auf die und aufs Pulver. Aber dass du im falschen Lokal bist, das ist dir schon klar, oder? Ja, klar ist das klar. Was regst du denn so auf? Der Kerl macht mich noch wahnsinnig. Da sollte man sich noch nicht aufregen. Hast du das auch in Chicago gelernt, hä? Ich stehe draußen schmiere. Krieg einen Knierschneidler bei jedem Polizisten, der vorbeikommt und der macht hoppa hoppa reiten.
Wer macht Hopper Hopper Reiter? Da komm mir doch mal daher, dass du mit mir gemeinsame Sache machen willst. Franzi, du bist ein Penner. Ein totaler Penner. Was ich dir immer sag. Du, wenn du so intelligent wärst wie ich, dann hättest du es nämlich gleich gespannt, dass ich quasi sozusagen nur zur Tarnung in den Laden rein bin. Der und Kerl. Du umsonst schmierig gestanden bist. Aber du schnallst dir das nicht. Der macht mich noch wahnsinnig. Also du bringst mich noch ins Grab, das sag ich dir. Aber locker. Also, ich will ja nicht stören, eure rege Unterhaltung, aber gehe ich recht in der Annahme, dass das dein Komplize ist? Ja, so kann man sagen. Gut. Und hat der auch eine Oma? Franzi! Hey, Franzi! Ja, was ist denn? Hast du eine Oma? Natürlich habe ich eine Oma. Was? Ja, aber das sehe ich das ganze Jahr nicht. Gott sei Dank, sonst wären zwei Rollstühle fällig gewesen. Wir sammeln nämlich. Ja, wenn ihr Lust habt, nachher versammelt euch heute, oder? Nicht versammeln. Wir sammeln ja Geld. Ach so, ja, bitteschön. Für den Bobby, weil er uns so leid tut, nämlich. Für den Bobby? Ja. So, und jetzt gehen wir zu den anderen aus und frag sie mal, was für den guten Zweck und unseren Bobby überhaupt spenden ja, wollen. Ja, genau. Ah, da schau her. Jetzt bist du schon unser Bobby. Ja, also du bist gut. Du, wer einmal in Chicago war, der hat eben eine gewisse Ausstrahlung, oder? Also, was deine Ausstrahlung anbelangt, die mag vielleicht bei den jungen Mädeln von Dimpfelbach wirken, aber bei uns herein, Bischel, da hast du kein Glück. Grüß dich, Maxi. Ja, Schorschi. Ich hab dir schon tausendmal gesagt, wenn ich in Uniform bin, bin ich nicht der Schorsche, höchstenfalls der Schorsch. Ist denn das ganz so schwer zu begreifen? Ne? Entschuldigung, ich hab mich so gefreut, dass ich dich gesehen hab. Ja, wieso bist du eigentlich unterm Dienst bei mir da? Ja, das ist eine komische Geschichte. Sollte nicht drüber reden. Aha. Amtsgeheimnis. Okay. Schicke mal die Typen dann aus. Aber Schorsche, das kann ich doch nicht. Ich kann doch die nicht einfach wegschicken. Ja, weißt du. Wir haben da heute einen heißen Tipp gekriegt. Heißer Tipp? Okay. Dass da eventuell ein Banküberfall geplant ist. Ja. Unser Banküberfall. Und wir sollen auf der Hut sein, ne? Das sind wir nicht, wir haben keinen Hut. Kannst du das. Kannst du dir das vorstellen? Jetzt wären sie bei uns in Dimpfelbach auch schon kriminell. Du musst ja draußen immer rumpatrouillieren. Nicht so fassen. Übrigens, wer sind denn die zwei? Nicht drum kümmern. Überhaupt nicht drum kümmern, gell? Mei, wird mir schlecht. Bringt's mir ein Wasser. Ah, ein Wasser braucht er. Evi! Ja? Evi, bring bitte ein Wasser. Das ist billiger wie ein Rollstuhl. Was hat denn der? Ein Wasser braucht er. Weil es ihm schlecht ist, Herr Polizist. Zu was brauchst du ein Wasser, Patsy? Nicht ich brauche Wasser, sondern der Bobby. Weil ihm nämlich schlecht ist. Ja. Schlecht ist der Bobby. Und wir? Ist der auch schlecht, Franzi? Ganz so ist es mir nicht, wie es mir sein soll. Ach. Wer sind denn die zwei? Sehr verdächtig. Ja, was ist es daran verdächtig, wenn sich zwei Mannsbilder mit uns unterhalten? Na, die Tatsache als solche nicht, aber die Umstände sind schon sehr komisch. Vor allem, dass dem Herrn da schlecht wird, wenn er einen Polizisten sieht. Also Sie sind gut. Sie mir ist nicht schlecht geworden, weil ich Sie gesehen habe, sondern ich habe ein bisschen zu viel Pommes frites gegessen. Und die werden halt ein bisschen zu fett gewesen sein, gell? Ja. Seit eineinhalb Jahren ist der Bobby nichts für Pommes frites mit Ketchup, weil er kein Geld hat. Ach so. Sie haben kein Geld? Interessant. Ja, was soll jetzt da interessant sein? Sie, ich bin nicht der Onassis, wenn Sie es wissen wollen. Und ich is halt einmal gern Pommes frites für mein Leben. Aber wenn das schon verdächtig ist, dann müssen Sie uns ganz Amerika einsperren. Sie gehen, nicht frech werden. Haben Sie Ihre Papiere dabei? Ja, allerweil. Schorschi, was denn, die Herren haben sich nur in der Türe geirrt. Ach so? Zu welcher Tür wollten dann die Herren rein, wenn man fragen darf? Wir wollten eigentlich zur Kramerin hinein und da wollten wir uns ein Packer Kaugummi kaufen. Zu was? Zum Kauen. Und dann haben wir draußen
das Schild da gesehen, das mit der langen Bank. Was für eine Bank? Ja, das mit der langen Bank, auf die man nichts schieben soll. Und dann hat uns das interessiert, was das mit der verschobenen Bank auf sich hat. Und dann seltsam, sehr seltsam, diese Erklärung. Was sagst denn du dazu, Babsi? Ja, weißt du, Bobby, das Schorsch, das ist... Schorsch. Schorsch, das ist es so... Ja, genau so, wie sie es gesagt haben, so war es, ja. Sie haben sich in der Türe geirrt und sind ein bisschen zu uns reingekommen und haben sich unterhalten mit uns. Ja, und dann hat es halt ein bisschen länger gedauert und darum sind sie also noch da. Sie, Herr Polizist, was ist... Halt! Legen Sie die Waffe weg! Was machen Sie doch keinen Terror. Wie? Das ist ja nur eine Wasserpistole. Sie, jetzt langsam mal, gell? Die habe ich für meinen Neffen gekauft, ja. Sie? Oder wäre Ihnen eine scharfe Munition lieber gewesen? Ich mache kein Kasperltheater. Papiere. Bitte, halt es. Ich auch? Ja, freilich. Oder wenn Sie es gesungen haben. Ja, wenn Sie schön singen können, Herr Polizist. Keine Frechheit, gell? Papiere. Das bin ich, der. Es ist am besten, ich komme mit auf die Waage. Das können Sie nicht machen. Hm? Wissen Sie, weil die Herren, die haben mich nämlich heute Abend schon eingeladen, gell? Eingeladen? Ja. Mit was? Also, wohin? Okay, Franzi, sagst du. Ja. Ja, genau, da gehen wir hin. Oh. Schauen Sie, Herr Polizist, unsere Papiere sind rein wie frisch gefallener Schnee. Also, wenn Sie unbedingt meinen, dann können Sie sich ja unsere Namen und Adressen aufschreiben. Und wenn Sie noch unbedingt meinen, dann kommen wir heute morgen auf die Wache. Aber wir können doch jetzt das Mädel da nicht so sitzen lassen. Wir sind doch Kavaliere, das müssen Sie doch verstehen, Herr Polizist. Oder? Also, Schorschi. Schorsch. Schorsch, meine ich natürlich. Mhm. Die zwei kannst du wirklich laufen lassen. Also was Harmloseres, als wir die zwei, findest du ganz Dipfelbach nimmer. Also wenn es mir jetzt nicht so saumäßig war, würde ich sagen, das war direkt eine Beleidigung, gell? Aha, Breitlinger Bernhard. Ja, genau, Breitlinger Bernhard. Mit 2 B. Wie blöd und bescheuert. Oh. Normalerweise ruft man mich Bobby. Ja. Bobby. Ja. Typisch. Ein normaler deutscher Name reicht dann immer. Bobby muss man heißen. Dafür heiß ich Franzi. Das gefällt mir. Wieso? Ich finde, wer in Chicago war, der hat auch recht, dass er sich einen amerikanischen Namen zulegt. Was? In Chicago waren sie auch? Ja, das wird ja immer schöner. Ja, weil man da schon was Gescheites lernt. Ja, mein Gott. Ich habe heute halt da einen kurzen Besuch gemacht. Bei einer entfernten Tante, ja. Ja, eben. Was konnte denn der Bobby dafür, dass er Tante in Chicago hat? Wir werden das alles nachprüfen, gell? So, Beziehungen nach Chicago. Na, zu seiner Tante hat er keine Beziehungen. Ich hab mir das alles notiert. Gut, für heute könnt's heimgehen oder was sonst noch machen wollt's. Danke. Bitte. Aber ich hab ein Auge auf euch. Und was machen Sie mit dem anderen Auge, Herr Polizist? Das stört uns rein überhaupt gar nicht. Und Franzi, das ist weil mir nämlich eine reine Weste und ein weißes Gewissen haben. Aha. Also, Schorschi. Schorsch. Ich meine, musst du nicht wieder raus in deinen Dienst? Ja, Dienst war ganz interessant, dass ich da mal vorbeigeschaut habe. Ja. Es ist immer wieder interessant, wenn man neue Menschen kennenlernt. Gell, Franzi? Ja, so. Es hat uns jedenfalls sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Bricht's euch nichts ab, gell? Also, bis später, Babsi, nach Dienstschluss. Treffpunkt wie üblich. Aber natürlich. Schorsch, wie üblich. Schorsch. Ich meine natürlich, wie üblich. Schorsch. Also, warum nicht gleich? Sein letzter Blick hat mir gegolten. Aber es war jetzt bald schiefgegangen, gell? Mein Babsi, jetzt, wenn du was gesagt hättest, dann hätte der für Franzi jedes Haar einzeln ausgerissen. Ich hab ja sowieso nichts gesagt. Ja, dein Glück. Du nimmst das allerweil in Schutz. Ja, sind wir denn wirklich so schlimm? Na, also, böse kann man euch zwar wirklich nicht sein. Ja. Ihr Gangsterverschnitt. Und ab morgen wird gesammelt. Wer sehen, ruckzuck haben wir den Rollstuhl beieinander. Also, ich brich ab. Ihr zwei seid einsame Spitze, gell? Wieso? Du, Franzi. Ja. Und aus Dankbarkeit führst du mir heute abends recht schön aus, gell? Das ist doch klar. Ja. Was du magst, gehen wir hin, oder? Ja. Du, von was? Pommes frites mit Ketchup wird's nicht mehr. Also, Evi, mir scheint,
Heute Abend musst du die beiden Herren einladen. Ja, ja, das war der Sach. Gell? Aber auf Pommes frites mit Ketchup habe ich wirklich keinen Mang. Das macht doch nichts, dann zahlst du uns ein Steak, das ist uns sowieso lieber. Pass. Und sonst nichts. Und dann Salat. Also, ihr seid wirklich eine Wucht. Aber genau. Aber ihr dürft's mir jetzt nicht besser. Ich muss jetzt noch mal heim zu meiner Oma schauen. Ich kann's doch nicht den ganzen Abend so gelähmt rumlaufen lassen, gell? Logisch, Puppi. Das können wir schon verstehen. Schau mal, Babsi. In keiner Minute vergisst er auf seine Oma. Ja, ja, ja. Ich bin ja so gerührt. So, und jetzt geht's mit raus. Schließlich muss ich euch den anderen auch noch vorstellen. Die müssen ja wissen, für wen gespendet wird. Ja, ja, so, da gehen wir. Also die Evi, sie lässt einfach nicht locker. Ein ereignisreicher Tag war das. Aber jetzt sperre ich den Laden zu, das was ich weiß. Halt, halt, nicht zusperren! Ah, oh, jetzt bin ich so gering, wissen Sie, ich muss mich auch noch anmelden, gell? Ich habe heute schon telefoniert mit denen. Ach, Sie haben das, aber ja. Wissen Sie, ich habe eigentlich mein Laden schon lang zu. Ja, ja, das werden wir gleich haben, wissen Sie. Ich habe ja schon alles, ich bin schon informiert und meine Sachen habe ich auch schon dabei. Schau's. Setzen Sie mal ruhig hin. Ich sitze schon, ja. Danke. Und meine Hollywood-Stütze habe ich auch dabei, gell? Naja, Sie sind ja schon auf das Beste ausgerüstet. Ja, ja. Das muss man schon wissen. Wenn man in den Alter ist, muss man ein bisschen flexibel bleiben, gell? Das verstehe ich schon. Ja, aber jetzt einmal eine Frage. Glauben Sie, dass Sie wirklich bei uns richtig sind? Wir sind nämlich ein Aerobic-Studio. Ja und? Das ist auch nichts anderes, wie es bei uns früher das Turnen war. Bloß, dass das Kind einen anderen Namen hat. Aber wenn man älter ist, dann muss man schauen, dass die Knochen elastisch bleiben, gell? Das verstehe ich schon, gell? Ja, natürlich, das verstehe ich vollkommen. Ja. Aber passen Sie auf, selbst in Dimpfelbach gibt es schon in den Seniorenheimen wunderbare Einrichtungen, für Damen in ihrem Alter. Glauben Sie nicht, dass das günstiger ist? Ja, Spine, ich ruf da nicht mit den alten Weibern umeinander. Alt bin ich selber, nein, ich mag schon junge Leute um mich herum. Und außerdem habe ich das ganze Club schon gekauft, schauen Sie. Naja, also, aber zweimal in der Woche müssten Sie dann schon kommen. Das heißt, wenn es Ihnen zu anstrengend wird, dann streichen wir einfach einen Tag. Schau ich aus, wie wenn mir was zu anstrengend war. Eigentlich nicht. Also mehr. Dann schreibt sie gleich, ja, aber schreibt sie gleich. Also, jetzt zweimal sammeln in der Woche die für die Oma. Ja, nimmst du zu. Oma! Was? Ja, was tust denn du da? Das ist deine Oma? Oma! Ein Wunder! Du ohne Rollstuhl! Mir wird schlecht! Also, Bobby, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich als Baby zu heiß gebadet habe. He? Wieso sitze ich im Rollstuhl? Ja, jetzt, Oma, bitte sei mir jetzt nicht böse, aber du bringst einen total durcheinander, wenn du auf einmal da herinstehst. Und warum soll ich nicht herinstehen? He? Red keinen Schmarrn. Vielleicht sagt mir jetzt einmal, mal, was da überhaupt gespult wird, sonst wird die Frau Breitlinger ganz ungemütlich. He? Ja, also, ich tat ihn ja ganz gern aufklären, aber ich war momentan so sprachlos vor so viel Unverschämtheit. Wieso ist das unverschämt, wenn mich zum Turnen noch mit? Aber nein, ich tue nicht Sie gemein, sondern den da, einen Enkel. Aber man's doch denkt, was hast du wieder angestellt, du Schlawiner, du Nixiger, ha? Nix, überhaupt nichts Wichtiges, Oma, gar nichts. Also, Papi, ich muss schon sagen, ich bin noch nie von einem Menschen so enttäuscht worden wie von dir. Da kann ich bloß eins sagen, für die Teiche. Da nimmt er ein Beispiel an Franzi. Der hat wenigstens keine Oma im Rollstuhl. Also das muss ich schon auch sagen. Also das mit dem Rollstuhl, das war knallhart. Also das war schon ein dicker Hund. Jetzt einen Moment. Ganz langsam, dass ich nichts durcheinander bringe. Hat er einmal gesagt, ich sitze in einem Rollstuhl? Ha? Also, bis jetzt noch nicht, aber er hat bereits eine Sammelaktion gestartet, damit sie einen bekommen. Oma. Wozu brauche ich einen Rollstuhl? Magst du mir das sagen? Ha? Zum Rollen. Mm. Oma, bitte. Ja, weil sie doch von Geburt an gelebt sind. Was, Mini? Ja, und da müssen sie doch verstehen, dass wir alle
alle sehr erstaunt waren, wie plötzlich eine Gelähmte sich in einem Aerobikstudio anmeldet. Ja. Franzi, steh mir bei. Frau Breitlinger, denk es droh. Sie haben doch bloß den einen. Und in Ihrem Alter dürfen Sie sich hart tun, dass Sie noch mal einen kriegen. Schau, Oma, du, und einen solchen wie mich, den kriegst du bestimmt nicht mehr. Du, das war ein kleiner Spaß. Ah, das war ein Spaß. Ja. Sonst fällt dir nichts zu deiner Entschuldigung ein, ha? Ja, nein, leider. Du, jetzt sage ich, dass wir gelähmt, dass ich bin, ha? Du Rotschlitt, wie du, ich sehe dich groß, dass wie du da im Alter in den Rollstuhl reinsitzt, ha, du? Pass auf, ich tue mich auf den Kopf. Es ist sowieso das, was am wenigsten taugt bei dir, gell? Lass doch auf, sie verschlangen ja. Ja, das hält der schon aus, ne? Da kommst du in ein Turnstudio, dass du ein bisschen entspannst. Und dann musst du ja so aufregen, dass die halber da verschluckt rief. Nein, aber warte, Birschall, wenn du mal heimkommst, wenn du dich heute unter die Finger hocken. Du Franzi, kann ich heute Nacht bei dir schlafen? Bis er sich wieder beruhigt hat. Sowieso. Ja. Schaut's ihn gerade an, wie er jetzt vor seiner Oma zittert. Aber ich habe ihm gleich gesagt, dass da was nicht stimmt. Schon wieder mit seinen Sprüchen von Chicago gekommen ist. Was hat er euch auch den Bären abgefunden? Natürlich. Na, warte, bist schon gefreut, gell? Jetzt sitzt sauber drin im Schlamassel. Ja, jetzt geht's doch nicht alle auf mich los. Ja, mei, du bist halt einfach einmal der Held des Tages. Und dabei wissen sie noch gar nicht alles. Was? Kommt da nur was? Ja. Sie muss das jetzt sein. Das darf ich schon auch sagen, dass jetzt das nicht unbedingt braucht. Also, Babsi. Wenn ein Mensch schon so tief drinsteckt im Dreck, dann drückt man nicht nur tiefer rein. Also du hast natürlich immer noch Mitleid. Das ist doch wahr, wenn ich seine Oma anschaue. Da. Was? So ungeheuer bin ich auch nicht. Der kriegt noch ein paar hinter die Läfe und damit hat sich die Sache. Also was kommt jetzt da noch? Oma, bitte, du denk an deinen Doktor, gell? Und an deinen Blutdruck. Es könnte leicht sein, dass dich der Schlag trifft. Oder die, gell? Ui, schaut mal da raus, was ist da draußen? Oh. Oh, das schaut unheimlich aus. Du, der ist mal unsympathetisch. Also. Wie der schon ausschaut, der schaut aus wie ich vor der Sparkasse. Vielleicht ist das eure Konkurrenz? Es wäre der Überfall. Wann macht denn die Sparkasse zu? In ein paar Minuten. Ja. Jetzt ist er reingelaufen. Ja, tatsächlich. Was machen wir denn? Was der mal da sagt? Oma, spinnst denn du? Nimm mich nicht an. Den Rollstuhl vergiss ich da nicht. Und wenn ich noch 10 Jahre lebe, und ich lebe noch lang. Ja, Oma, hoffentlich. Und jetzt vergiss einmal den damischen Rollstuhl. Du, was willst du denn da machen? Den? Da geh ich rein und hau den in meine Tasche ein paar Mal und du erwaschen und damit hat sich der Fall, gell? Frau Breitling, und Sie meinen, dass der stehen bleibt, bis Sie mit Ihrem Tasche kommen? Gell, das ist doch zum Lachen. Also, ich habe ihn für eine intelligente Frau gehalten, aber... Mei, du Gescheiter. Das weißt du nicht, dass ich ein Backel Pfeffer in meinen Taschen habe für alle Notfälle, gell? So. Du Oma, bis du dein Backel Pfeffer aufgerissen hast, ist doch der schon längst über alle Berg. Das wird ja sowieso gleich sein, wenn wir noch länger umeinander debattieren. Jetzt du einmal denk an das, einmal ich dir herausreiß den Pfeffer auf, genau, als wie ein Kunde, ein Ahnungsloser, und dann schiebt ihr den ganzen Pfeffer ins Gesicht und damit hat sich der Fall. Du Oma, jetzt halt einmal bitte für einen Moment die Luft an. Hat der Laden da einen anderen Ausgang? Aber natürlich, da hinten. Und da ist gleich nebendran die Türe von der Sparkasse. Gut. Franzi, jetzt lass handeln. Jawohl. Du beschützt die Frau. Ja, das ist mir lieb. Und ich gehe durch den Hintereingang in die Sparkasse rein. So? Das ist dann quasi ein Überrumpelungseffekt. Da geh mit. Nein, Oma, du bleibst da. Du gibst mir für alle Fälle dein Backerl Pfeffer. Nein, das wollte ich schon selber, gell, den Pfeffer. Nein. Gut, das auf. Alles klar. Ich halte es kaum mehr aus. Ja, bin doch eh da. Ja, ich von hinten und ich von vorne. Genau. Bobby, mach's gut, gell? Und wenn du angeschossen wirst, dann sammeln wir für dich einen Rollstuhl. Ja, nur keine Panik, bin doch bewaffnet. Furzen's. Was lachst du denn jetzt da? Jetzt müsst ihr glaubt lachen, wenn es gar kein richtiger Bankräuber ist, sondern ein ganz normaler Kunde. Na, da das ist schön blamieren, unser Poppy. Ja, also, dass wir die Polizei anrufen, an das hat gar keiner denkt. Nein, das halte ich für verfrüht. Ich meine,
Wir müssten dem Bobby eine Chance geben, dass er einen richtigen Bankräuber, falls dies überhaupt einer ist, zur Strecke bringt. Das braucht er zur Aufhebung seines Selbstbewusstseins. Ja, hast eigentlich recht, Franzi. Der werden schon nicht gleich erschießen gehen. Ja, mei, und wen? Mit so einer Kleinigkeit muss er rechnen, wenn er schon Held sein will. Also, ich warte jetzt im Höchstfall noch ein paar Minuten, aber dann rufe ich die Polizei. Okay, gehen wir doch mit der Polizei. Wenn's keine brauchst, dann ist gleich eine da, die dich hat beim Schlawittl. Und wenn's du nicht brauchst, dann siehst du beide und breit keine. Gell, das ist doch immer das. Du, das hätte halt mein Schorsche jetzt nicht hören dürfen. Oder ja nicht. Ich weiß nicht. Da rührt sie nichts. Vielleicht sind sie am Ende schon tot. Okay. Dann müssten sie ja alle gegenseitig vergiftet haben. Wieso? Weil Schuss habe ich keinen gehört. Ja, mit was soll denn der Bobby schießen? Mit seiner Wasserpistole? Ja, da hast du auch wieder recht. Also. Daraus folgt, also, wenn wir einen Schuss hören, dann war es der andere. Und wenn wir keinen hören, dann war es der Bobby. Nein, das ist ja furchtbar. Wir hätten ihn nicht gehen lassen dürfen. Wir sind schuld, wenn er im Kugelhagel blutend zusammenbricht. Du, glaub ich, schaust zu viel Krimi so im Fernsehen. Ich hab's gewusst. Jetzt ist er tot. Nein. Das halten meine Nerven nicht mehr aus. Ein Tonnendeckel ist runtergefallen. So, jetzt reicht's mal. Was machst du denn? Ich ruf jetzt die Polizei an. Ja, mach das. Am Ende hat der die schon alle als Geiseln und wir debattieren. Ja, grüß Gott, hier Aerobic-Studio am Marktplatz. Also passen Sie auf, ich habe da eine Beobachtung gemacht. Ich auch. Ich habe eine Beobachtung gemacht. Ich glaube, dass soeben in der Stadtsparkasse ein Raubüberfall stattfindet. Ja, jetzt im Moment. Bank am Marktplatz. Jawohl, bitte. Gut, danke. Also in ein paar Minuten sind sie da. Gott sei Dank, da die Kleider aufkommen sind. Also Babsi, ich muss schon sagen, allen Respekt. Wie du in jeder Situation die Nerven polst, bewundernswert. Ja, das muss ich schon sagen. Okay. Also für das, dass du ein Weiberleib bist, unheimlich stark. Dankeschön. Bitte. Gern geschehen. Du Franzi, wenn das jetzt dann vorbei ist, das machst du dann nicht mehr, gell? Was? Katz, jetzt komm jetzt schon her, Gott sei Dank. Jetzt sind sie da. Gott sei Dank. Jetzt werden wir es noch gleich wissen, was los ist. Ja. Mein Gott, nein. Das wird uns der Poppy noch schon sagen. Ein Hund ist ja schon unser Poppy, hä? Aber denk an den Rollstuhl. Und die anderen, die fahren mit dem Polizeiauto weg. Ja, also man kommt jetzt auch schon scharf. Ja, also nachdem ja alles jetzt ganz gut ausgegangen ist, setze ich gleich einen richtigen Kaffee für uns aus. Das ist die beste Meldung, die ich heute gehört habe. Ja, Franzi. Also außerdem natürlich, dass du bei mir bleiben willst. Mhm, gern auch noch. Du, schau raus. Schaut Oma an. Oh ja, wie es daherkommt. Wie nach dem trojanischen Sieg. Ja. Und der Babsi, der Schorsch ist auch dabei. Wo ist mein Schorsch? Ja, mit der Oma. Ja, und die anderen sind jetzt alle im Auto drin und fahren weg. Ja. Mein Schorsch. Ja. Jetzt kommt er. Na, so. Wie habe ich das gemacht? Das war's. Gesundheit. Ah. Haben Sie einen Katar? Nein, einen Pfeffer in der Nase. Ach so, ja. Ja. Das war eine saure Leistung, mein lieber Sauer. Mein Papi, haben wir Angst gehabt, dass du erschossen wirst. Was, ich und erschossen? No. Ja, da war doch der gar nicht dazugekommen. Also das hätte sehen müssen. Wer ich den mit meiner Wasserpistole in Schach gehalten habe, das war einsame Spitze, gell? Ja, nur nicht übertreiben, bitte. Es war mutig, aber bitte nicht übertreiben. Endgültig erledigt haben ich mit meinem Pfeffer. Ja, Breitlingerin, jetzt schlägt eine große Stunde, bin rein und habe einmal Pfeffer ins Gesicht geschickt. Alle Achtung! Ja. Ja, sagen Sie mal, haben Sie da keine Angst gehabt? Sie, soll das jetzt ein Witz sein? Meine Oma und Angst? Ja, bitte, ich kenne Ihre Oma noch nicht so lange. Ja, darum sage ich es Ihnen ja. Also, Bobby, auf der Oma, da kannst du stolz sein. Ja, das bin ich auch. Geil, Oma, sind wir wieder gut? Lange nicht. Ich muss schon sagen, wenn man das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, wenn man das ohne erzählt hätte, ein altes Weib. Was bin ich? Eine ältere Dame und einer mit einer Wasserpistole bringen einen Bankräuber zur Strecke. Das war eine saubere Arbeit. Sauber. So, aber nachdem alles so gut rausgegangen ist, habe ich uns alle einen Kaffee aufgesetzt.
Trinken wir dann mal. Komm, ja. Evi, helf mir beim Herrichten. Die Tassen und alles raus. Komm, bitte, Franzi. Komm schon her, Breitling, und man darf sich dabei hinsetzen. Ja, bin so bereit. Geh du, jetzt ist es. Ich glaube, in dieser Angelegenheit kommt noch eine angenehme Überraschung auf euch zu. Den Bankräuber, den ihr dingfest gemacht habt, ist ein seit Monaten gesuchter Verbrecher. Ja, ja. Der streift durch ganz Süddeutschland und nimmt sich überwiegend kleine Banken vor. Das ist ein dicker Fisch, den ihr gefangen habt. Das ist ein dicker Hund. Fisch, habe ich gesagt. Also, das ist doch jetzt vollkommen egal, ob Fisch oder Hund. Ja. Sie, gibt's da eine Belohnung? Das darf euch interessieren. Ja. Ist mein Bobby da? Ja, Susi. Also du findest mich doch überall, gell? Bobby, ich habe eine Angst ausgestanden um dich. Warum? Überall erzählen sie, die Bank ist überfallen worden. Hast du vielleicht? Ja. Wollte der vielleicht festnehmen? Was festnehmen? Also du bist gut. Der spricht mir gerade eine Belobigung aus. Kann mir jetzt einer sagen, was da herin los ist? Darf ich jetzt vielleicht einmal die Sache zu Ende führen? Später, Herr Breitlinger. Ja, hier. Auf die Ergreifung des Gangsters ist eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt. Und wie die Sache ausschaut, kriegen die Sie und Ihre Oma. Ja, Oma, hast du es gehört? Bin ich nicht taub. Herr Polizist, ich mein, was krieg noch ich? Ich mein, ich habe ja schließlich auch gegriffen. Ja, wir ausgemacht. Ich 90, du 10. Ja, ich weiß nicht, ob Sie irgendeinen Anspruch haben. Ne? Das möchte ich schon machen, aber ich doch Schmerzensgeld kriegen müsste. Also, was Sie mit dem Geld machen, ist Ihre Sache. Ja. Das interessiert mich nicht. Was mich jetzt interessiert, das ist ein Tass Kaffee bei meiner Babsi. Servus. Franzi, brauchst du nichts denken. Du kriegst von mir, was der wahre Breitlinger Oma bin, ja, gell? Frau Breitlinger, Sie sind halt eine Frau mit Herz. Gell, Poppi? Ja. Und jetzt ist halt ohne dem auch gegangen, ja, oder? Mein Gott. Ich kauf mir auch ein Tass Kaffee da draus. Du Susi Maus, geh zwick mir mal. Wo hättest du das denn gern? Ja, das ist vollkommen wurscht. Au, ich spür's. 10.000 Mäkel. Du weißt, was das heißt? Es geht wieder aufwärts. Ja. Das ist wie ein Wunder. Schon wieder. Was? Zweite schon an dem Tag. Wenn das so weitergeht, dann wäre Timpfibach noch eine Wallfahrtsort. Du, Bobby. Ja? Jetzt haben wir doch einen Haufen Geld, oder nicht? Ja, ich habe einen Haufen Geld, gell? Das ist doch das Gleiche. Ja, im Prinzip schon. Ja, was ist jetzt mit euch zwei? Wie lange drückt es jetzt hier umeinander? Wissen Sie, Breitlinger Oma, es geht nämlich um ein Versprechen von Bobby. Hat er das Heiraten versprochen? Ja, das sowieso. Na, da ist noch was. Noch was? Ja, am Himmelswind, was hat er denn noch versprochen? Ein Breitschwanzmantel. Ja. Ein Breitschwanzmantel. So als Luder habe ich schon 20 Jahre im Kasten drin. Wenn er die Motten nicht gefressen haben, dann kannst du ihn haben. Na also, dann kriegst du ja deinen Breitschwanzmantel. Und ich spar mir einen Haufen Geld. Ja. Thank you.